Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neo Remastered. Wir sind in der Region Tokai angekommen und haben hier oben schon die drei verschwundenen Kinder nicht gefunden, weil die einfach nicht da waren. Oder sie haben sich in Yukai verwandelt. Funktioniert das so mit den Yukai? Wahrscheinlich nicht, die kommen doch eigentlich aus der Geisterwelt. Und nicht, die verwandeln sich ja nicht in... Also die Menschen verwandeln sich doch nicht in Yukai, oder? Oder doch? Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Naja, wir wollen jetzt die Iga-Flucht machen. Das ist unsere Hauptquest. 70, Level 70. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Level sind, aber normalerweise mit 20 Level plus. Also, wenn ich jetzt 90 wäre, wäre das schon cool. Aber ich glaube, wir sind nicht 90. Ausgangspunkt. Genau, ich wollte doch... Wir wollen kaufen. Und zwar Munition. Besondere Funde. Bester Tamahagi. Bester Qualität 3 Tage und Nächte. Aha. Kann ich hier keine Munition kaufen? Wo konnte ich denn Munition kaufen? Schmieden? Utensilien? Nee. Kaufen. Ach, hier Pfeil. Maidori! Bestätigen das hier Handrohr. Maidori! So, dann haben wir eigentlich alles. Gegengift haben wir noch. Du hast genug. Okay, dann hätten wir das schon mal gemacht. Ja, genau. Ist okay. Dann gut, jetzt komme ich nicht mehr drum rum. Die Iga-Flucht. Hattori Hanzo. Berichten zufolge liegen viele von Mitsunaris Männern vor uns in einem Hinterhalt. Wenn sie uns finden, stecken wir in Schwierigkeiten. William, ich schlage vor, wir nehmen einen anderen Weg durch das Anwesen. So sollten wir schneller nach Sasurugu kommen. Keine Sorge, ich bin hier aufgewachsen. Wir werden Iga ohne Probleme durchqueren. Ihr wisst gar nicht, wie mir gerade meine Augen sich verändert haben. Der weiß nicht, dass ich das bin. Die Provinz Iga war die Heimat von Ninja-Clans, bis Nobunaga 1578 während seines Feldzugs zur Einigung Japans dort einmarschierte. Die Ninja-Clans leisteten erbitterten Widerstand und zwangen den wutentbrannten Nobunaga schließlich 2 Jahre später eine gigantische Armee für einen letzten Vorstoß zu sammeln. Es war ein gnadenloser Angriff, bei dem Nobunagas Männer Zivilisten wie Ninja abschlachteten und Dörfer, Tempel und Schreine niederbrannten. Überlebende berichten, es sei gewesen, als hätten sie den Abgrund der Hölle gesehen. Bum, bum, bum. Juni 1600, verborgenes Dorf, Provinz Iga. Ich möchte bitte hier bleiben, hier ist schon hell. Wollen wir erstmal beten? Ach, hier kann man gar nicht beten, hier ist Eingang. Okay, wir beten mal hier. Wir werden erstmal einige Opfer da bringen, würde ich sagen. Warte mal, 323, okay. Gut, da kann ich Ebenholz drin fahren. Das sollte ich doch klein machen. Bogen. Das hatten wir doch auch schon öfters, das Ding. 338. 392, was ist denn? Nee. Also, die Udachis können wir erstmal kaputt machen. Ich
Lukenschloss 314. 316. ...250 kommt auch weg. So, Lundenschloss 236. Wo ist denn unser Lundenschloss? 379. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zu viel Elixier haben. Heike Rüstung. Der wilde Stier. Oh. Oh. Damenmaske. Wollte ich schon immer. Rüstung des Sakai-Clans. Nein. So, Speer. Haube. Wenn wir das natürlich irgendwann brauchen, ist ja unpraktisch. So, dann kommt das hier nämlich auch weg. Ein schöner Hut, aber brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Hauptmannsrüstung. Hm. Zieh ich eh nicht an. So, haben wir hier noch Heike-Rüstung? Damenmaske. Wozu? So. Bogenschützen kommt weg. Wilde Stier 7,8. Plus 7. Weg mit dem Ding. Gar nicht lange überlegen hier. Rüstung des Fremden. Heike Rüstung war zweimal. Okay, Hauptmannsrüstung kommt weg. Genji-Rüstung des Saika-Clans. Ich glaube, ich habe das... Sollen wir den Saika-Clan mal behalten? Behalten wir mal das auch. Okay. Dafür kommt das hier weg. Rüstung des Fremden. Kriegerrüstung. Genji-Rüstung. Ich hab Kriegerrüstung hier dabei. Kriegsherr. So.
Schuhe nehmen. Oh, Angriff, Lundenschloss, Angriff. So. Was haben wir denn hier überhaupt? 94, gut, dann kann das weg. Schurke. Rüstung des Fremden. Auch weg. Ach, wir haben schon genug. Muss aufhören. Oh nein, ich habe 10.000 zu viel gemacht. Verdammt. Ich wollte Ninja, oder? Wollte ich das hier eigentlich? Ja, ich glaube, ich wollte das hier. Nein, wir sind noch keine 20 Level drüber. Können wir jetzt ein anderes Jutsu bereit machen? Hier. Ich wollte doch irgendwas Cooles haben. Blend? Nee. Feuer? Nee. Was wollte ich denn? Diese Wurfsteine machen nicht nur Schaden, sondern nehmen bei einem Treffer auch. Das hätte ich, glaube ich, gern. Diesen einen Lähmungseffekt. Auf Waffen aufgetragen, ein Lähmungseffekt. Ich glaube, wir nehmen erstmal die hier. Oh, meine Ninjutsu-Kapazität ist jetzt auf 10. Wieso sind die auf 10? Ich habe was verpasst. Erhöhen dein Widerstand. Was sind denn die Guten? Kayaku? Waren das Kayaku die Guten? Probieren wir die aus. Giftschurigen. Spannend. Okay. Oh, was haben wir hier? Vielleicht haben wir ein neues wildes Stier. Nee. Nee. Haben wir leider nicht. Gebietsperlen, so. Eieiei. Schwäche, Schutzgeist, Kraftpille, Entkräftungstalisman. Verdammt, man kann nur so wenig mitnehmen. Sollen wir da mal unser Neues ausprobieren? Giftschurigen. Okay, Leute, jetzt geht's los. So was, was ich da ausmachen. So, jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm hier. Das sind. Sieht man schon irgendwas? Nee. Nur ein lilanes Tor. Okay, man muss scheinbar wieder irgendwas kaputt machen. Oh Gott, wegweiser Talisman. Ist das hier wie ein Labyrinth? Guck mal da rein. Oh, da ist ein Ninja drin. Guten Tag. Oh. Diese doofen Linien. Oh Gott. So ein Endgegner ist der Flipshop aus. Ich sehe dich. Ich sehe dich, mein Freund. Oh Gott, trotzdem hat er mich getroffen. Du!
Mann, ey. Alles viel zu frisch hier. Ja, natürlich gibt's ja auch UKI. Mhm, ja. Sicher. Hä? Ich muss mich gerade erstmal orientieren. Durchsprechen. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren hier. Nee. Nee. Nee, der will da nicht durchsprechen. Warum will er da nicht durchsprechen, der Gute? Okay, hier ist eine Kiste. Ich vertraue keiner Wand mehr. Ja, genau, von der anderen Seite. Ist ja so. Ist ja klar. Weiß nicht, ob ich nach oben will. Ich finde das für keine gute Idee. Wo ist denn hier einer? Geht mir doch gleich wieder einer tierisch auf den Sack. Hä? Was ist denn hier los? In den Kreis gelaufen. Kein Wunder, dass man Wegweiser-Talisman hier braucht. Hä? Ich bin im Kreis gelaufen. Hä? Warte mal. Wir sind doch. Wo sind wir jetzt? Was ist hier los? Warte mal, wir sind. Wir sind hier reingelaufen, sind im Kreis gelaufen, erfolgreich. Wenn wir jetzt hier vorne reingehen, laufen wir dann auch noch erfolgreich im Kreis. Der hat uns hier umgebracht oder angegriffen zumindest. Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Was ist hier los? Scheißteil. Aber man kann doch hier nirgendwo anders hin. Soll man das kaputt machen hier? Oh. Ja, soll man. Ach, da kann man auch durch. Oh, ich bin aber auch blind. Ich habe mich schon gewundert, was hier los ist. Okay, also hier kann man jetzt praktisch nichts mehr machen, weil man hier im Kreis läuft. Was für ein komisches Gebiet. So, wir machen jetzt erstmal... Oh, wir haben einen... Oh, wir haben einen kleinen Seelenstein. Hahaha. Oh, 77. Verdammt. Ach, erzähl doch keinen Scheiß. Okay, war da jetzt irgendwo ein Kodama? Warte mal, wir gucken nochmal schnell. Ich dachte, wieder irgendwo ein Kodama stehen lasse. Also, hier haben wir schon mal nichts. Hier ist auch keine Tür mehr zum Durchbrechen. Nein.
nix. Oh. Salz. Mhm. Gut, hier mal auch niemanden. Machen wir hier das kaputt. So. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen kleinen Kudama? Ich meine, der würde hier perfekt hinpassen ins Interieur. Ich stehe hier wieder einen zurücklasse. Ach, da kann man auch rein. Ach so, stimmt, von der anderen Seite verschlossen. Okay, also hier haben wir keinen. Ich würde die Einrichtung zerstören hier. Hier ist aber auch keiner gewesen, oder? Das wäre mir doch aufgefallen, wenn hier einer gewesen wäre. Kleiner Kudama allein. Wo kommst du her? Ach so, Entschuldigung. Hä, seit wann ist denn der hier? Seit wann bist du hier? Sakie susumenuto. Shinobi no yashiki naraba kakushi tobira ga aru hazu da. この部屋をくまなく探してみよう。Jeden Winkel dieses Raums? Wieso nur dieses Raums? Das ist doch die Geheimtür. Dieses Raums? Wieso dieses Raums? Hier ist keine Tatami-Matte, also müsste es ja hier sein. Hm. Hm. Typi. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Hanzo. Hattori, Hanzo. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Hier ist nichts. Ich mach dir erstmal das Licht aus. Was steht da oben? Kann ich jemand lesen von euch? Hm. Ninja-Haus und ich mit meiner Axt. Ja, ja, genau. Das wird ja mal super. Ich habe noch meinen Odachi. Ich könnte ja auch mal meinen Odachi ausprobieren. Wieso ist hier kein Kudama? Wo sollen die denn alle sein? Und wie soll ich denn dieses... Da gibt es doch gar keinen Geheimraum. Oh Mann, nee, Hanzo. Was soll das? Hier ist keine Geheimtür. Wieso soll... Sag nur mal was. Kono hea o kumanaku sagashita ka? Sore ni shitemo kono yashiki. Masaka to wa omou ga. Ach, Hanzo, ich weiß doch nicht, was du meinst. Mensch, Mensch, Mensch. Also das hier sieht einwandfrei aus, wie was, wo man lang gehen könnte. Hä? Ach, was? Oh, eine Geheimhöhle. Cool. Erstmal alles zerstören. Das ist ein Kudama. Hallo. Geh nach Hause. Oh, wie süß. Er ist nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn es mir hier nicht gefällt, gehe ich wieder runter. Hey, das mit den Giftschurigen wollte ich doch ausprobieren. Toll. Hä, bin ich nicht mehr vergiftet? Ach, ich bin gar nicht mehr vergiftet. Gut gerüstete Anwesen. Ninja leben in ständiger Todesgefahr. Viele Clan-Oberhäupter rüsten sich für das Unerwartete und statten ihre Häuser mit allerlei Fallen und Vorrichtungen aus, die ihnen zusätzlichen Schutz bieten sollen. Ein solches Anwesen befindet sich im nun verwüsteten Dorf Iga. Seine Fallen stehen immer noch bereit, um Eindringlinge zu fangen, auch wenn es keinen Hausherrn mehr zu beschützen gibt. Das halte ich auch für ein Gerücht.
Irgendjemand wird hier schon rumkreuchen und fleuchen. So, wir sind jetzt hier. Wir haben es zum Glück noch diese komische Geheimtür gefunden. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sind der William, wir haben der wilde Stier. Wir sind jetzt der heldenhafte Stier. Und bisher läuft es ganz gut. Ich gehe mal schnell auf Holz klopfen, weil, ach du Heilige, wir haben nichts mehr. Ja, Mal gucken, wie lange das noch so gut läuft. Ja, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.